Hallo allerseits, ich wollte euch eine kleine Review drehen zu einem Produkt, was ich gerade eben ausprobiert habe und was mich ein bisschen enttäuscht hat. Und ja, da dachte ich, weil ich doch gerade auch geschminkt bin, kann ich euch doch eine Review drehen. Und zwar geht es um diese künstlichen Wimpern von Rivel de Loup. Diese Marke gibt es im Rossmann. Und das ist der Romantic Look. Ja, ich habe sie gerade eben versucht aufzutragen. Und erstmal musste ich sie mir zurechtschneiden, weil sie einfach viel zu lang waren. Und also lang in der Länge der Wimpern. So nach vorne in die Länge ist es okay, aber ich musste eben so eine kleine Ecke, seht ihr die? So eine musste ich abschneiden, damit sie normal aussehen, weil sonst hätte ich auch hier vorne in der Ecke des Auges total lange Wimpern. Und ja, als ich sie dann aufgetragen habe, habe ich auch noch hier, also da, wo die Wimper aufhört, da ein bisschen was weggeschnitten, weil sonst sah einfach unnatürlich aus, wenn wirklich hier am Rand so lange, so dichte Wimpern sind. Und ja, dann das nächste Problem war, dass die Schnur sozusagen, die die einzelnen Wimpern zusammenhält, hell war. Und ich habe einen schwarzen Eyeliner, das heißt, der Kontrast ist ziemlich krass. Und ich habe mir aber schon davor gedacht, dass das irgendwie seltsam aussehen wird, wenn dann auf einmal der Streifen, wo die Wimpern befestigt sind, weiß ist. Und dann habe ich extra mit Flüssig-Eyeliner diese Schnur anmalen müssen, dann warten müssen, bis der Eyeliner getrocknet ist. Und dann konnte ich erst weiterarbeiten. Dann musste ich, was man aber bei den meisten falschen Wimpern machen muss, deshalb ist das eigentlich nicht so schlimm, die Wimpern so zurechtbiegen, weil die einfach nur so gerade gingen und dann würden die Ecken gar nicht wirklich halten. Und ich habe sie dann erstmal 5 Minuten oder so pro Wimper zurechtgebogen. Und nachdem die dann in einer einigermaßen guten Form waren, konnte ich endlich anfangen, sie aufzukleben. Und dann habe ich mir den Kleber, der dabei war, genommen. Und der ist schwarz. Und ich meine, es gibt ja viele, also seht ihr, der Kleber ist schwarz. Oh, ist auch noch schwarzer Kleber auf meinem Finger. Ich fand es eh schon schwer, relativ die Wimpern aufzutragen, weil ich habe die schon mal getragen, aber da habe ich nur die kleinen Ecken, die ich vorher abgeschnitten hatte, auf den Rändern aufgetragen und dann war es einfach. Aber ich finde es schwer, wenn man so einen langen Streifen hat, weil dann kann es sein, dass die aus Versehen, wenn er nicht gut genug gebogen ist, dass er aus Versehen auf das Eye-Make-up kommt, Augen-Make-up kommt. Und dann entsteht da ein schwarzer Punkt und den kriegt man so schlecht ab. Zwar kann man diesen Kleber, sobald er getrocknet ist, so von der Haut abziehen, aber er würde ja dann auch die ganzen Wimpern mit abziehen. Und deshalb ist das ein bisschen kompliziert gewesen. Und ich habe jetzt auch bei dem Auge, ist mir das passiert, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber seht ihr, da ungefähr, da ist so eine Ecke, so ein kleiner Punkt, der schwarz ist. Es ist jetzt nichts Dramatisches, aber ich persönlich mag es nicht so sehr. Und ich finde, besonders für Anfänger wie mich, so, würde ich einen Kleber empfehlen, der durchsichtig wird, also der nicht schwarz ist. Ein weiterer negativer Punkt über diesen Kleber ist, dass er irgendwie nicht gut klebt. Also ich habe diese Wimpern gerade seit vielleicht einer halben Stunde, einer Stunde drauf und ich musste bereits einmal die Ränder wieder festkleben. Also ich habe das dann eben auf so eine kleine Spitze getan, ein bisschen von Kleber und das vorsichtig drunter schieben müssen und dann wieder die Spitze hinten ankleben müssen. Und jetzt fangen die auch schon wieder an, sich abzutrennen. Also irgendwie die Ränder, damit habe ich große Probleme. Und obwohl ich den Flüssig-Eyeliner benutzt habe, um diese Schnur dunkler zu machen, sieht man immer noch ein bisschen weiß von der Schnur durch. Das heißt, ich muss jetzt gleich nochmal drüber gehen und versuchen, alles abzudecken. Also für so ein paar falsche Wimpern aufkleben brauche ich wirklich ewig lang. Und deshalb ist bei mir dieses Produkt eindeutig durchgefallen. Wenn ich jetzt so nah rangehe, könnt ihr sehen, dass wirklich noch ein bisschen weiß von diesem Streifen zu sehen ist. Ich hoffe, die Kamera nimmt das richtig auf. Aber auf jeden Fall, im wirklichen Leben sieht man, dass da ein weißer Streifen ist. Das einzige Positive über dieses Produkt war wirklich, dass sie nur, ich glaube, unter 2 Euro gekostet haben. So 1,90 oder so. Und das war auch der Grund, weshalb ich sie mir eigentlich gekauft habe. Weil ich dachte, ach, für 2 Euro kannst du nichts falsch machen. Aber ich glaube, das nächste Mal, wenn ich mir falsche Wimpern kaufen werde, werde ich eindeutig in einen teureren Bereich gehen, weil die mich wirklich so enttäuscht haben, dass ich wirklich traurig war. Ja, wenn ihr ein paar gute, billige, falsche Wimpern kennt, wo auch ein Wimpernkleber dabei ist, der durchsichtig ist,
sagt mir bitte Bescheid und sagt mir, ob ihr vielleicht die auch schon mal ausprobiert hattet und dieselbe Probleme hattet wie ich. Und ja, ich glaube, das war es auch schon alles, was ich euch sagen wollte. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!